Mit Maske kann man dich nicht ernst nehmen. Mein Sohn, mit was verdienst du eigentlich dein Geld? Warum hast du eine Maske auf? Ja. Na, da ist ein Stuhl. Einmal hinsetzen, würde ich sagen, ne? Einfach so. Muss es nicht irgendwas Pompöses? Ist doch... Ja, ach komm. Einfach jetzt hinsetzen, dann legen wir los. Passt schon. Müssen wir nicht das irgendwie so besonders aufziehen? Ist doch... Oh, du bist nichts Besonderes. Wir fangen jetzt einfach an, fragen, es geht los, okay? Bist du bereit? Das ist ja schon wieder klasse Stimmung, ja. Gut, so, erste Frage. Die Maske ist ein großer Teil deines Kanals. Wirst du danach ohne Maske Videos machen oder wirst du weiterhin der maskierte Rap-News-Kanal sein? In Klammern, was ich auch präferieren würde. Derjenige, der das präferiert, dessen Präferenzen folgen wir natürlich. Mr. Rap bleibt derselbe, so wie Apache, weiterhin maskiert. Aber auf unserem neuen Kanal, diesem Kanal, gibt es dann auch Videos ohne Maske. Apropos uns, wir, das bin ich natürlich der wichtigste Teil und Daniel hier hinter, guckt, sag mal kurz. Hallo, hi. Recht. Ja, wir beide. Wir haben Bock, auch andere Sachen zu machen. So, jetzt kommen wir mal zur letzten Frage. Von TV Straßenzaun höchstpersönlich, von den TV Straßenzaun, wie alt warst du, als du 6 warst? Ist eine schwere Frage, aber du kannst ja ein bisschen die Zeit nehmen, ein bisschen nachdenken. Ja, man hat ja schon öfter mal Kontakt mit Davud und ich habe schon irgendwie immer mal das Gefühl, dass der nimmt uns nicht so richtig ernst, habe ich das Gefühl. So. Nee. Ist zwar ein netter Bursche, ein sympathischer Bursche, ja. Aber, ne, aber trotzdem irgendwie... Von oben herab immer so ein bisschen. Genau. Finde ich auch ein bisschen arrogant. Ja, ist nicht okay eigentlich. Naja.